Willkommen zurück, Leute, bei One Piece Pirate Warriors 3. Wir sind in irgendeinem Archipel und irgend so einem. Name ist gänzlich unbekannt. Hier ist ein zweiter Marineadmiral aufgetaucht und die Welt geht unter sozusagen. Ja, hier geht's echt drunter und drüber. Kann man so sagen, ne? Als erstes Kizaru, das ist der zweite Admiral, den man in der Serie trifft. Er ist der gelbe Affe. Und der gelbe Affe? Und ja, er ist sehr, sehr, sehr stark, hat eine krasse Kraft. Wird man bestimmt gleich noch sehen. Und dann ist noch Sentomaru aufgetaucht. Sentomaru ist der Kommandant der Pazifister. Der befehligt die. Und die Pazifister, gegen die hast du ja jetzt schon gegen ein paar gekämpft. Die wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass sie aussehen wie Bär, den man auf Thrillerbug ist. Tatsächlich. Ich dachte auch, erstens dachte ich mir, was macht der jetzt gerade hier? Und im nächsten Augenblick dachte ich mir, warum ist der dreimal da? Und dann habe ich gedacht, das wird vielleicht seine Fähigkeit sein und hab's nicht mehr hinterfragt. Wird schon alles stimmen, wird alles seine Richtigkeit haben. Nee, also eigentlich ist es nicht so, dass das seine Fähigkeit ist, sondern die Pazifister, das ist nicht Bär, sondern Pazifister sind Cyborgs, die nach seinem Vorbild geformt sind. Und die sind quasi der Marine bzw. der Weltregierung unterstellt, um gegen Piraten vorzugehen, die relativ stark sind, weil die Pazifister sind halt auch richtig, richtig stark. Richtig stark. Ja, macht Sinn, ne? Also, die nach seinem Vorbild da geschaffen sind. Ja, die haben aber zusätzlich noch zum Beispiel, ich kann jetzt sehr verraten, Kizarus Kraft ist die Lichtkraft. Also er kann sich in Licht verwandeln, kann Lichtstrahlen schießen, so wie Laser. Und die Weltregierung hat das erforscht. Es gibt einen ganz berühmten und mysteriösen Wissenschaftler, Dr. Vegapunk, über den noch ganz, ganz wenig bekannt ist. Und der hat wohl Kizarus Teufelskraft so weit erforscht, dass er diese Lichtkraft nutzen konnte, um Laser zu bauen. Und die sind auch in den Pazifistas eingebaut. Und die Pazifistas können die halt aus den Händen und aus dem Mund verschießen. Ah, deswegen konnten die so eine Art Laser schießen. Okay. Genau. Ja, macht Sinn. Ja. Ja, und die Pazifister sind schon sehr, sehr stark. Eigentlich hat die Strohbande nicht mal gegen die eine wirkliche Chance. Hier im Spiel ist das natürlich so, dass sie dann immer dass sie ausgeschaltet werden quasi. Dass sie so in so einen Ruhemodus gehen, wenn die zu viel abgezogen kriegen. Aber eigentlich, selbst wenn du die besiegst, dann kommt halt der nächste, weil da gibt es eine ganze Armee von. Okay. Das ist halt so ein Moment, wo die Strohbande halt auf ziemlich viele Gegner trifft, die eigentlich zu stark für sie sind. Echt? Ja, Sentomaru ist extrem stark. Ruffy kann fast nichts gegen den ausrichten. Das kommt im Spiel halt nicht so rüber, ne? Wenn man die alle umhauen muss. Ja, klar, richtig. Aber da steht dann halt immer nur, hat sich zurückgezogen, hat sich kurzzeitig zurückgezogen oder so. Und das hat nicht so... Das ist ja krass. Chopper, du musst Chopper helfen. Nein, ich will da jetzt nicht hinlaufen. Doch, du musst Chopper helfen. Mir ist aufgefallen, dass ganz oft Chopper fliehen will. Und ich immer sage, du musst Chopper helfen. Man merkt halt, ne, das Kopfgeld, das geringe Kopfgeld macht sich doch bemerkbar, ne? Ist leider so. Ja, ist doch gut. Oh, Mann. Der arme Römer, der ist so arm. Der arme Chopper. Der ist so süß, man will ihm dann natürlich auch helfen. Aber da sind schon wieder neue Pazifister aufgetaucht. Ja, aber die kann ich doch erstmal Pazifister sein lassen. Ne, die sind aber echt stark, die besiegen die Strohhüte relativ schnell. Also, wo sind die denn? Achso, bis dahin habe ich damit die Mission schon gekriegt. Ja. Sag ich jetzt einfach mal so. Kann hier durch, sehe ich gerade. Law will dir helfen. Warum? Warum will denn das? Guck mal, hier sind ja auch welche. Ja, genau die. Um die geht's. Du musst die runter zu Law locken. Warum? Weil der dir helfen, das steht da unten. Da lockt diese Typen zu mir, dann könnt ihr fliehen. Weil wir merken, dass wir keine Chance haben und versuchen zu fliehen. Die Strohpiraten haben sich eigentlich auch getrennt. Die wollten in verschiedene Richtungen rennen, damit sie nicht so leicht verfolgbar sind. Und wollten sich dann am Schiff wieder treffen. Aber ja, ist ein bisschen schwierig.
So stark? Ja, so stark. Da freue ich wirklich mich jetzt schon richtig so drauf. So stark. Endlich mal, nicht nur einfach so, ne, fertig machen, bis zum geht nicht mehr. Ja, ja, das finde ich hier auch richtig cool. Da ist immer mal wieder, wo einer auftaucht, wo man denkt, oh Scheiße, gegen den haben die echt keine Chance. Meistens ist es ja dann so, dass sie es dann doch irgendwie hinkriegen, ne? Aber ja, klar. Aber gehört dazu, ne? Ja. Wie bei Dragon Ball halt. Na, ich finde bei Dragon Ball ist auch immer erst. Ja, der ist immer erst übermäßig stark. Dann gehen die in den Raum von Raum und Zeit trainieren, 7 Jahre. Und dann, ja, stimmt, ja. Dann sind das die natürlich so stark, klar, genug nach 7 Jahren, ne? Aber hier ist es halt. Ich weiß nicht. Ich finde es hier ein bisschen cooler eingebaut alles. Es ist nicht so, dass die einfach mal so kurz verkriechen und ach, ich habe mir jetzt noch die Attacke ausgedacht. Das ist zwar auch manchmal der Fall, aber hier ist echt ein Punkt, wo sie einfach nicht mehr stark genug sind. Das ist richtig cool. Du musst hier runterlaufen. Ich weiß nicht, wie ich die Leute. Du musst einfach in den weißen Bereich gehen, die laufen hier nach. Mann. Die sind doch ich will immer verkloppen. Das ist aber cooler, wenn du Law hilfst. Ja, aber guck mal, der kommt nicht. Ja, die kommen nur nicht, weil da die blauen Leute noch sind. Na, dann hau ich ihn halt. Ich töte den, ja. Jetzt kommt er. Aber der andere kann ja gar nicht mehr vorbeikommen. So sind wir im weißen Bereich. Er macht nichts. Na, er ist aber auch nicht im weißen Bereich. Ja, der andere ist ja auch schon besiegt. Ja, dann hau ihn einfach um. Da wäre jetzt eigentlich so eine kleine Sequenz gekommen mit Law. Ich glaube, es wäre ein Schatzereignis gewesen. Ja, wo er die mit seiner mit seinem Shambles oder wie das heißt, ich weiß nicht mehr genau. Das ist so ein bisschen wie das bei Naruto mit dem Schattendoppelgänger, wenn das sich in so einen Holzflock verwandelt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ah, ja. Ja, der kann die halt so mit anderen Gegenständen vertauschen und dadurch auch ein bisschen weiter weg teleportieren. Okay. Ach, siehst du, jetzt hat er das sogar mit einem gemacht. Aber man hat nichts gesehen. Ja. Okay, was ist denn jetzt hier? Hier sollst du euch ja bestimmt jetzt einnehmen. Jetzt seid ihr auf Rückzug. Halt den Fight auf und hilft den Verbündeten beim Rückzug. Ja, aber das hier blinkt doch schon die ganze Zeit. Den halben Tag. Das will ich jetzt endlich. Ja, da wollt ihr alle hin. Ach, ja, aber dann ist ja ganz gut, wenn ich das mal einnehme. Schatzereignis. Warum? Oh. Wieso?待て、PX1。パシフィスタが消えた。あいつ本物だ。間違いない。今の能力見たことあるもの。スリラーバークで女の子が一人ああやって消されて二度と帰ってこなかった。 Okay, also der hat uns jetzt geholfen. Warum? Oder hat er uns nicht geholfen? Also irgendwie hat er euch, also zumindest ein bisschen, ja. Kann man schon sagen. Gab es eigentlich da schon einen Kampf gegen den mit Ruffy? Also im Anime? Also Ruffy gegen Bär? Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich hier gerade bin? Gegen Bär? Ja. Nee. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da jemals ein Kampf kommt. Was? Aber man will doch wissen, wer stärker ist. War ja ohne Kampf gar nicht. Ja. Was ist das denn immer? Ja. Das muss ich doch wissen. Also klar, man kämpft gegen ein paar von den 7 Samurai, aber nicht alle davon sind wirklich richtig böse gesinnt, sag ich mal. Und bei Bär ist ein bisschen unklar, sag ich mal. Da ist viel Interpretationsraum. Okay. Also, ich würde sagen, er ist eher freundlich gesinnt als feindlich gesinnt. Auf jeden Fall. Ja. Eher freundlich als feindlich, aber es wird nicht so ganz klar. Hm. Also, er ist schon mal wieder gar keine Lust hat. Ja. Der arme kleine Chopper. Er ist so klein, hat so kurze Beine. Du musst auf ihn warten. Hm. Er könnte sich zwar verwandeln, aber. Ja, vielleicht. Als Reh rennen, aber nee. Warum denn auch? Es warten ja nur alle. Boah. Was hat er denn jetzt für einen Auftrag? Was ist denn los mit dir? Da ist doch nichts.
Ach Mann. Vielleicht halluziniert er. Wahrscheinlich. Ach Gott. Vielleicht wollte ich dir auch eine reinhauen. Warum? Keine Ahnung. Das sehe ich keinen Grund. Los, sind Schwierigkeiten. Ja, das ist mir egal. Oh nein, ich kann. Naja, gut, ich gehe schnell hin. Doch, geh da runter. Schnell, schnell. Ah, ist noch um die Ecke. Dachte, der ist so stark. Der soll nicht so einscheißen. Oh. Pazifista. Oh nein, wie schrecklich. Ja, absolut. Pazifista ist übrigens ein geradezu ironischer Name für die Teile. Weil Pazifist bedeutet ja. Das nennt man ja eine Person, die Gewalt völlig ablehnt. Und sie ist quasi Waffen. Einfach nur Waffen in Menschengestalt. Das ist irgendwie eine ziemlich lustige Wortwahl. Achso, angeblich sind die wohl auch aus einem ziemlich krassen Material, das härter ist als Stahl und ja. Also der ist wirklich richtig, richtig stark. Leider. Das ist ein heißer Scheiß. Ey, wo ist denn Chopper wieder? Der ist zurückgelaufen. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, der ist zurückgelaufen. Der war fast da. Da ist ja auch ein Pazifister. Ey. Ja, aber der läuft jetzt nicht zum Pazifister. Ich glaube, der Pazifister hält ihn nur auf. Ja, aber er war doch schon fast da. Er ist zurückgelaufen zu ihm. Echt? Ja, oh nein, wirklich. Ohne Scheiß. Das ist ein Durcheinander. Ja, tatsächlich. Meine Güte. Du musst zu Law. Nee. Oh. Nein, ich mach das jetzt fertig. Ist mir jetzt egal. Darf Law denn fliehen? Weiß ich nicht. Der flieht doch nicht. Der stand so aber. Das stand da aber. So, der Pazifista ist besiegt. Dann los. Vielleicht erbarmt Chopper sich ja jetzt. Ich bin auch schon fast da. Es ist doch kein. Ich habe keine Angst, ich bin super gut in diesem Spiel. Ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich hab's dir gesagt. Nein! Oh nein! Oh nein! Gab's irgendwo einen Checkpoint? Oh nein! Nein, es gibt keine Checkpoints. Es gibt keine Checkpoints? Nein, muss nochmal machen. Von vorne. Nein. So, jetzt sind wir aber an dem Punkt. So weit waren wir noch nicht, oder? Ja. Jetzt kann es weitergehen. Es geht weiter. Oh mein Gott. Leute, das hat ewig gedauert. Es hat einfach fucking ewig gedauert. Naja. Doch, hat's. Du hast dich beim ersten Mal nur zu sehr angestellt. Beim zweiten Mal zu sehr angestellt, würde ich fast sagen. War noch schlimmer. So, den Räuberwald Ost einnehmen. Und dann, je nachdem, was da noch alles kommt. Ich weiß es nicht. Kommt doch viel, oder? Unten ist wieder Pazifista-Ballon, ne? Also nicht, dass wieder... Alter, ich hau hier ab. Dass Law dann flieht. Du musst eh dahin, weil da taucht dann gleich noch Kisaru auf. Gut. Das ist doch wunderbar. Ist schon und was dann ist es, glaube ich, auch schon ziemlich vorbei. Und dann zurücklehnen, Story und so. Oh, Gott sei Dank, ey, er ist noch nicht down und alles sieht gut aus. Und deine Kameraden haben sich zurückgezogen. Ja, aber nicht, weil... Nee, ja, richtig. So missionsmäßig. Aber heil Loma. Okay. Sehr gut. Oh. Schön hier bleiben. Ja, ich bleib ja am Start. Ich dachte nur, ich bewege mich ein bisschen, nicht so Spaß. Kisaru. Okay, sehr schön. Schon finale Form, oder? Ja, tatsächlich. Boah. Puh, mein Gott. So, und der ist mit seiner... Aber in Wald würden wir den ja nicht besiegen, ne? Nee, er würde sich höchstens zurückziehen. Aber... Ja, also, du besiegst ihn nicht. Niemals. Niemals. Ach, Mann. Ist auch scheiße. Das ist doch nicht scheiße. Ja, also irgendwann werden die den... Irgendwann werden die den ja mal besiegen, ne? Na, wer weiß. Und 800 Folgen. Ja, sicherlich. Die Serie soll ja auch noch sehr, sehr lange weitergehen, ne? Hab ich mal irgendwann gehört. Ich will's hoffen. Das ist irgendwie geplant, also, noch irgendwie noch die nächsten 7-8 Jahre. Also wenn man sich überlegt, die sind jetzt in der ersten Hälfte der Grand Line, dann kann da noch viel, viel kommen, ne? Ja, die sind jetzt in der zweiten Hälfte.
Ja, klar, aber jetzt aktuell, wie weit du im Spiel bist, sag ich mal. Ja, ja. Und das war ja schon Folge, was weiß ich, wie viel 100. Ah, wahrscheinlich auch schon Richtung 400, 500. Ja. Ich meine, so bei den Archipel ist Folge 400. Irgendwas. 400 irgendwas. Ja. Solange das erfolgreich ist, wird's weitergehen, ne? Machen wir uns mal nichts vor. Ja, aber es ist halt auch, also, ich finde im Gegensatz zu sowas wie Dragon Ball zum Beispiel, wo dann einfach noch ein stärkerer Gegner auftaucht, der noch ein bisschen stärker ist und noch ein bisschen mehr aushält und so weiter und die sich noch eine Attacke ausdenken müssen, ist hier halt auch das ganze Setting und die Hintergrundgeschichte der einzelnen Fraktionen, Marine und Weltregierung, der Piraten und so weiter, da ist es so viel detaillierter und sehr weit, viel weiter ausgebaut und es gibt so viele Charaktere, die richtig coole Fähigkeiten haben, ihre eigene Geschichte haben. Ich finde, da kann das halt auch einfach noch so lange weitergehen, weil es einfach noch so viel Potenzial hat. Ja, aber hat ja Dragon Ball ja auch, ne? Nein, man kann unendlich nicht, starke Gegner machen. Ja, ja, und aber Goku kann unendlich stark sein. Trotzdem immer sehr, sehr flach. Und das finde ich ist bei One Piece. Ja, das stimmt, das stimmt schon. Dafür labern die hier zu viel, so jetzt habe ich es gesagt. なかなかやるね。でも甘いね。やめろ！無駄だよ。今死ぬよ。 あんたの出る幕かい？冥王レイリー。若い芽を摘むんじゃない。これから始まるのだよ。彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天野の脈も。うん。 困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ勝てねえ。旅行するなら どこへ行きたい？ さらばだ。 グ ランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキーディルフィー率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。ビーエッツ、フォルシュタンディ・アウスクラッシュ、ソーラスニオチ・ラウス。 Ja. Okay. Das ist hart, hä? Das ist hart. Jetzt am besten noch 48 Filler-Folgen dazwischen packen. Nee, so ist One Piece nicht. So ist One Piece nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja. Das wäre hart. Ja, coole Sache irgendwie. Das ist im Anime so ein richtiger, wo man denkt, boah, shit, was geht jetzt ab? Kann ich mir vorstellen. Ja. Hast du auch geweint? Man weint ja auch oft bei Animes. Also ich persönlich. Also ich kann bei One Piece dauernd heulen. Ja, das ist halt echt so, ne? So eine neue Folge, man heult die Folge eigentlich immer nur durch. Das ist halt echt schlimm. Impel ja. Down, das Gefängnis auf dem Meeresboden. Ah, da landen die also wahrscheinlich. Ich will nichts verraten, aber du sollst den Anime weitergucken. Ich bin tatsächlich dabei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dann und ciao. Ciao.